Ja, hier, leider, ich bin wieder dabei. Wo sind dann sechste? Das sehe ich. Der geht direkt Boogie! Rein. Oben links. Oder ja, Weltklasse. Was ein Punkt in Wicke. Meine Fresse! Zieht doch mit vorne rein! Komm, hier ist 1-0. Ja, jetzt kommt er. Ja, Herr Jara, wie fanden Sie heute das Spiel gegen Kronberg? War natürlich sehr destruktiver Gegner. Ich denke, der erste Trainer ist erstmal hingegangen und hat gesagt, wir lassen nichts zu, rühren Beton an. Dann musst du schauen, dass du Ruhe bewahrst, wenig beim Gegner zulässt, das haben wir geschafft. Selber dann irgendwann deine Chance nutzt. Ich habe gesagt, auch in den letzten 15 Minuten können wir noch ein paar Chancen kriegen und machen und tun. Dass dann so funktioniert hat, Kirmes vom eigenen Publikum ist er jetzt auch mitgegangen. In Kapellen sind die schon gut mitgegangen von der Seite und haben uns angefeuert. Wir sehen ja auch, dass der Gegner uns zusetzt, auch physisch zusetzt, aber wir halten dagegen und nehmen das so an und ja, sind dann einfach froh, dass Ismail Özgür das Ding dann mit dem Kopf wunderbar trifft. Ich denke auch, zu viele 100 oder 1000-prozentige hatten wir nicht, aber am Ende des Tages mit gefühlten 105% Ballbesitz und, ja, ist man halt froh, wenn man das Ding hier durchgedrückt aber hat. Aber der Gegner war schon eine Kirmes-Truppe, oder? Der Gegner ist, denke ich, mit 10 Punkten auch nicht irgendwo im Keller der Liga, sondern hat sich die Punkte auch erkämpft, oftmals auch zu Hause. Klar, da sind die Plätze einfach enger, hier haben wir mehr Platz, den müssen wir auch nutzen und den haben wir auch gemacht. Jetzt können sie mal heute ein bisschen lange Leine genießen und dann gucken wir ab Montag, Dienstag, Mittwoch, dass wir uns auf Rating vorbereiten, schweres Spiel, Uerdingen danach, schweres Spiel. Also für den Moment wichtig, dass wir jetzt 19 Punkte haben.
In dem Sinne, Kirmes ist nur einmal im Jahr, oder? Ja, Kirmes ist nur einmal im Jahr. Okay.